Bullseye. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Realm of the Mad God. Mein Name ist Max, ihr seid hier bei Little Cookie Gamer. Hallo Johnny. Ich habe von mir früher gestartet, damit, falls ich zu lange bin, dann, ja, das ist schon logisch. Verstehst Was? Du? Ich habe extra eine Sekunde früher gestartet. Was gestartet? Ja, wenn ich zu lange bin, mein Timer, eine Sekunde früher. Ach so. Falls ich zu lange bin, dann können wir die Sekunde noch abziehen. Cool. Respekt. Geil. So. Ich schieße jetzt mal random in diese komischen Elfenkrieger mit Pfeilen des Todes Viecher rein. Ja, du. Komm her. Guck mal, sie kommen alle schon angelaufen, sie wollen. Ich bin jetzt wieder Level 2, ich war eben schon Level 13 oder 11. Ich bin jetzt auf Level 3. Ich bin gleich tot. Huhu. So, bestimmt kriege ich was bringt das denn? Ich mach Damage, wenn ich mit diesen Schild-Dings Shots hits multiple targets, shots pass through optic. Achso, lol, damit kann ich durch Sachen und Dingens durchschießen. Alles gut. Ich hoffe, es kann ich, vielleicht sollte ich einfach mal einen Trank nehmen. Ja. Ich habe gerade das Kommentar von Jerome verstanden, beziehungsweise das Ding. Und zwar? Dafür habt ihr mich und ich dachte so, jetzt für die Antworten, aber für die Videos schauen. Dafür haben wir euch. Die fleißigen Zuschauer, die unsere Videos schauen. Oder auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Verkaufs-TV. Ja, da hättest du jetzt meine Musik, meine so eine richtige Psycho-Musik, die ich gerade im Hintergrund habe. So eine Klavier. Achso, alles auf Klavier ist Psycho. Psycho. Ja. Ich teleportiere mich zu dir, bei dir ist es bestimmt safe. Ja. Oh Mann. Ich kämpfe gerade voll gegen die schweren Schlangen. So ist ein Hobbit-Mag. Mage. Ja, du kannst mit die Gegner stunnen mit deinem Schild. Ja, okay, ich habe wieder mit meinem Schild daneben gehauen. Ich versteck mich hinter diesem Baum. Ah, die greifen mich an. Ich versteck mich hinter dem Baum. Cool. Dieser Baum ist mein Freund. Kann ich diese Pfeile abwehren? Okay, ich kann sie nicht abwehren. LOL, ich hab noch ganz wenig HP, darum blinke ich so. Ich dachte, weil ich schön bin. Bonus-Buff, ne? Hier oben lang. Ich dachte einfach nur, dass ich geil bin, wie so ein Stern bei Mario Kart. Ach so, so unbesiegbar. Ja. Jetzt kann ich nicht sterben, einfach in die Gegner reinlaufen. Piu. Oh, ich bin Level 1. Ich auch, okay, mich nicht. Ich bin Level 4. Ich bin gleich Level 3. Oh Mann. Das ist voll deprimierend, dass ich wieder Level 4. Ja, das fängt dann irgendwie, das deprimiert einen voll, immer wieder von vorne anzufangen. Ja, man will gar nicht wieder anfangen. Ja. Ach so, wie? Was laberst du? Ja, alles gut. Alles gut, ganz ruhig. Ganz ruhig, leise, ganz rede ruhig. Deutsch mit mir, Mann. Nein! Ich rede mit dir gleich mal Deutsch. Das hat jetzt mein Gehirn überfordert. Du blinkst, wollte ich nur mal sagen. Oh, scheiße. Du hast den Superstern. Ich bin unbesiegbar. Ja. Zum Glück war ich da. Der Retter in der Nähe. Hallo, ich bin das gewohnt, dass ich als Ritter ein Tank bin und damit einfach mega viel Leben hab. Und blinkst. Und ich habe voll den schönen Skin. Ja. Hey, ja, in anderen Spielen blinkt man doch auch immer als Ritter. Jerome Max Let's Play jetzt doch Skyrim. Drangard. Drachengut. Dragonborn. Nein, das ist Drachengut. Herr, was ist der Drachengut? Du meinst Dawnguard. Ich doch, es gibt insgesamt 3 Updates für Skyrim und zwar boah, einmal. Oh, so viele Zahlen. Ja, mach das. 3? Das machen wir. Meinst du 3 ist eine hohe Zahl? Ja, das sind fast 4. Und 4, das ist schon eine 2. Pirate Cave Zahl. Portal. Okay, nee. Ich habe geentert. Also enter the portal. Also, es gibt. Ja. Also, es gibt einmal. Was gibt's denn? Dragonborn, das was ich halt spielen will. Ja. Habe ich mich noch nicht viel darüber informiert, was es gibt, aber ich hoffe mal, das wird geil. Ja, sagst du. Dann gibt es Dawnguard. Dawnguard ist mit Vampiren und Vampirlord ja, und ja, alles töten. Ja, sagt ja auch, das ist mit Vampiren. Und was gibt's noch? Es gibt Heartfire oder Hearthfire? Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall, da kannst du so dein eigenes Haus bauen und deine eigene Farm und all so ein Scheiß. Ja, ja. Schreibt Jerome hier auch gerade Haus bauen. Hast du die alle Teile gespielt oder nur Let's Plays geguckt? Ich hab ein Schwert gefunden. Ja, toll, das wollte ich gerade nehmen. Nimm doch selber dein Schwert, du kannst das kaputte von mir nehmen. Nee, lass mal. Hast du geguckt, ja.
Bei wem guckst du denn so hauptsächlich? Guckst du bei Leuten, die Deutsch sprechen oder bei Leuten, die... Französisch. Gibt es überhaupt so viele Franzosen? Ich glaube, es gibt... Nein, es gibt keine Franzosen. Gibt es überhaupt Franzosen? Nein, Franzosen sind nur eine Illusion. Pete Smeet und alle. Achso. Also, Franzosen. Okay. So. Was haben wir denn? Wir müssen übrigens hier diesen Red Stump the Pirate King wiederfinden, aber ist der hier nicht in der Höhle drin? Also mir... Ach nee, da unten wird er mir angezeigt, okay. Wir müssen nach unten. Und da ist ein komischer Parit. Okay, Jerome muss jetzt auch langsam schlafen, dann kannst du einfach auflegen. Ja, frohes neues Jahr an dich, Jerome. Danke, dass du uns geholfen hast, ein bisschen unsere Noobigkeit überwunden hast. Wenn auch nur ein kleines bisschen. Sind eben gestorben. Level up! Okay, was ich nur sagen. Ja, okay, tschüss. So. Sind wir jetzt wieder auf uns allein gestellt? Nee, noch nicht. Oder? Nee, doch, sind wir schon. Yay! Ah. Sofort tot, instant tot. Ich bin schwer rausgegangen, ich hatte Angst. Ja, ich... Soll! Ich finde... Hühnchen, guck sie an, Hühnchen. Wo ist ein Hühnchen? Ich will auch ein Hühnchen. Da ist dieser Duschi. Lol, ein Hühnchen. Das ist, glaube ich, ein Schneemann. Nein, das ist ein Hühnchen. So sieht's aber aus wie ein Hühnchen, weil da vorne auch weil sein Pet ein Hühnchen ist. Der hat als Pet ein Hühnchen. Ich töte jetzt den Goblin Mage. Fick dich, Johnny. Ja, nein, wir nehmen 6 Minuten 40 auf. Ernsthaft? Natürlich. Ja, dann nimm doch keine 20 Minuten schon. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe kein Zeitgefühl, wenn ich keinen Timer habe. Ganz ehrlich, ich mach gleich selber wieder den Timer. Nein, stopp, du blinkst, soll ich mal sagen. Nee, deswegen bin ich auch weggelaufen. Nein, letztes Mal blinkst du auch und ich musste dich retten. 7 Minuten. Nee, noch nicht. 7 Minuten. Also eigentlich wäre er 6 Minuten 59, aber ich habe ja eine Sekunde früh gestartet. Bin Bad Boy. Auch richtig hart. Bad Boy. Hallo, ich war gerade Bad Boy. What you gonna do? When you come from you? Wenn einer Bad Boy war. Yay. Was? Wieso? Wenn ich gerade Bad Boy war, wenn einer, dann ich. Ich habe gerade einen eiskalten Heiltrank genommen, ohne es dir zu sagen. Ich bin tot! Echt jetzt? Ja. Ich habe eiskalten Heiltrank genommen. Tot. Hallo, ich habe 2 Fame geerntet. Also, lass mich. Jerome ist wieder da. Wieder, vielleicht musst du doch nicht schlafen, vielleicht wollte er noch was sagen. Vielleicht wollte er noch ein Gedicht verfassen und es uns in die Kommentare bzw. in den Chat schreiben. Hallo! Ich bin gerade am Überlegen. Ach so, wenn ich auflege, ich wundere wegen Eltern. Ja, okay. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mal nehme für eine Klasse. Wenn ich den... wenn ich den Rook haben will, muss ich mit den Ninja, dann muss ich mit dem Rook auf Level 20 kommen. Ich bin am Überlegen, ob ich mir irgendwas... Assassin muss ich Rook und Wizard. Also Wizard fand ich ziemlich... eins der besten Klassen. Ja, habe ich doch auch gesagt. Also ich fand ihn ziemlich geil, aber ich hätte auch... Also ich fand den Rook auch ziemlich gut. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht den Rook sogar hole. Also entweder den Ninja... Nee, den Ninja, der kann sich bestimmt unsichtbar machen, oder? Keine Ahnung, der kann bestimmt irgendwas Tolles. Oder ich hole mir... Du spielst auch Wizard 101? Ah, nee. Oh, ich bin gerade so dumm, ne? Ich spiele auch Wizard. Ich denke einfach so ein Wizard 101. Er spielt natürlich Wizard als Klasse M. Weil wir haben letztens Wizard 101 gespielt, so als Let's Test, was ich eigentlich noch hochladen muss. Das ist wahrscheinlich schon während diese Folge hier hoch ist, ist schon online, oder? Ja. Gott, war das Spiel scheiße. Ja, wir haben es echt mal bis Level 8 gezockt. Ja, aber mittlerweile ist es, die in der Community, die hängen da rum und sind alle nur so fail und noobig. Ja, man kann die so einfach auf Trappe hängen. Ja, man kann die einfach nur voll verarschen. Ja. Und die haben sich ich habe nach Level 3 aufgehört. Ja. Wir nach ungefähr Level 1. Naja, also das erste Mal, als wir gespielt haben, haben wir bis Level 8 gespielt. Weil wir fanden eigentlich das ganz toll, so, oh, coole Karten und so. Aber danach war die Community noch nicht so kacke. Also da war das nur lustig. Da war uns das eigentlich egal. Ja, da haben wir einfach nur das gespielt. Aber Level 8 muss man echt Geld aber da waren wir auch noch kleiner.
Ja, stimmt. Da musste man, glaube ich, echt Geld ausgeben, um irgendwie weiterzukommen, um neue Länder zu erforschen. Ja. Und alles. Und das ist kacke. Ja, ja. Egal. Jetzt ist die Welt schöner und bunt. Und grün. Also, Wizard 101, echt nein. Und grün und rot, und darum sieht Max gar nichts. Allein das ist... Hä? Wenn du blau und rot... Ah, nee, ich denk grad so... Wenn du bei der 3D-Brille hast, dann siehst du das ja gar nicht. Hä? Aber die ist ja blau und rot. Ja. Diese 3D-Brillen. Es gibt aber auch grün und rote 3D-Brillen, ja, gibt es. Kannst du denn kein 3D sehen? Doch. Das sind gar nicht. Doch. Also, mir gefällt der Wizard ganz geil gut. Spielst du gerade Wizard? Ja, ich guck gerade. Also entweder hole ich mir den Assassin oder den Necromancer. Ich habe keine Ahnung. Jerome, was willst du uns dafür einen Tipp geben? Assassin oder Necromancer? Oh ja, was ist besser oder was ist stärker oder was macht mehr Spaß oder was ist einfach epicer of the world? Epicer of the world. Assassin's Creed. Assassine. Necromancer kann bestimmt irgendwas necromancen, also irgendwas beschwören. Loot! Ich will auch Loot! Lol, mega viel Loot! Ah, Loot! Ah, Loot, Loot, Loot! Ganz viel Loot! Loot! Mach Loot! Stock! Der weg! Oh, so viel Loot! Ich werde die Risen machen. Was ist Risen? Ist das so ein Spiel, wo man so lang läuft und Risen, tötet? Ja, kennst du Risen? Nee. Das ist also mit Piraten. Das habe ich schon von gehört. So. Ja, Risen ist eigentlich ganz lustig. Ich weiß nicht, kann man Risen zu zweit spielen? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich bin schon wieder tot, verfickte Scheiße! Bist du kacke. Warte, ich muss kurz mal wieder Chat runter scrollen. Nee, kann man nicht zu zweit spielen. Keine Ahnung. Können wir machen. Also ich habe als nächstes Projekt geplant entweder Gnomia, das ist so ein komisches Aufbauspiel. Oder Let's Test. Spielt Starbound. Ja, habe ich auch schon gedacht, und momentan kostet das noch 20 Euro. Ich bin noch nicht bescheuert, gib für Starbound 20 Euro aus. Starbound ist voll geil, ja? Ja, ich finde es nicht so geil, es erinnert mich einfach zu sehr an Terraria. Ja, ist voll lustig, weil da gibt es irgendwie viel mehr zu erforschen, so andere Welten und so, und du kannst damit mit Raketen zu anderen Planeten fliegen und alles. Ist mir doch egal. Ja, dann spielst du ja nicht mit dir. Irgendeinem anderen. Mit Felix spiele ich das. Mach das. Ja. Nee, aber das ist momentan noch 20 Euro. Wenn das vielleicht irgendwann mal irgendwie ein halben Jahr oder so Angebot gibt oder so. Also ich kaufe selten Spiele auf Steam, wenn die nicht im Angebot sind. Ja, Ich werde jetzt unbedingt sie sofort spielen, wenn die eben gerade released oder so worden. Aber das ist selten der Fall. Zum Beispiel Ghosts. Ja, irgendwie hatte ich da gerade mega Bock drauf. Weil ich hab dann so ein paar Gameplays gesehen und so und dann dachte ich so, ich hab mal so richtig Bock wieder gehabt auf den Shooter. Und ich hatte kein COD-Teil, ich hatte nur so einen alten Mongo-Teil, wo alle gehackt haben, wo ich auf eine Scheiße war, der scheiße war. Ghost ist zwar jetzt auch nicht gerade der beste Teil. Aber ich hatte einfach Bock drauf. Ja. Ja, Ahnung. Was wird jetzt eigentlich aus Battlefield 4, Max? Battlefield Ghost gleich scheiße. Ja, Ghost geht. Also es macht am Anfang relativ viel Spaß. Ich glaube, es macht einfach auch mehr Spaß, wenn du gut bist, sage ich mir so. Ich bin manchmal, wenn ich 5 Stunden am Stück gespielt habe, dann kann ich jetzt auch sagen, ich bin okay. Also ich bin nicht Letzter, ich bin aber auch nicht Erster. Ich bin immer so Dritter oder so. Dann macht es auch wirklich Spaß. Aber am Anfang, wenn du dann immer abkackst und immer nicht so gut bist und so, dann macht es dir einfach keinen Spaß. Finde ich, also ich weiß es nicht, vielleicht sind auch manche aber also total hartnackig. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Shooter eigentlich so. Wenn du nicht gut bist, dann macht es natürlich weniger Bock, als wenn du richtig überpowerter Pro-Gamer da bist. Schreibt er hier auch drum wie bei Redem. Ja, es ist genau das gleiche hier. Wenn du hier immer abkackst und schlecht bist, so wie wir, dann verlierst du natürlich auch die Lust. Aber jetzt musst du dich hier mal überwinden, sagen, komm, jetzt spiele ich das noch einmal, versuch bis auf Level 20 zu kommen, um den neuen Chart zu ja, hier bekommen, hast du wenigstens noch irgendwas, was dich wieder aufputscht, ne? Was du denkst, ich will den jetzt aber haben, ich brauch das, du kannst nicht sagen, ja, ist mir jetzt scheißegal, ich nehme jetzt was anderes. Und das motiviert einen wieder ein bisschen. Und was wird jetzt eigentlich aus Battlefield 4? Das wollten wir doch auch mal zocken, wenn du dann einen neuen Computer hast. Ja, können wir.
Aber ich habe gerade in letzter Zeit, ich habe so viel Geld jetzt für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Ich habe jetzt erstmal nicht vor, mir was Neues zu kaufen. Nee, ich wollte gerade sagen, was ich entweder spiele. Ich spiele entweder Gnomia. Das ist irgendwie so ein komisches Aufbauspiel, mit so, wo du, glaube ich, so Gnome befehlen kannst, was sie tun sollen. So klein. Ich bin schon wieder tot. und oder so ein anderes Spiel, wo ich vergessen habe, wie der Name heißt. Das war, wie heißt das? Weißt du das noch, Max? Wo es, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Reboot war. Ach so, Kacke, habe ich vergessen. Ja, aber also wir sind nicht gepartnert. Also wir können Spiele, also du meinst einen YouTube-Partner. Wir können Spiele schon monetarisieren. Wir sind theoretisch schon Partner von YouTube. Also unter unserem Namen, weil wenn wir gucken bei den Einstellungen und so und Analytics, da steht auch YouTube-Partner, ja. Aber wir haben, sind jetzt nicht irgendwie ein Netzwerk oder so drin. Noch nicht. Das ist, glaube ich, keiner mit so wenig Abos. Aber ich weiß gar nicht, wie das mit den Netzwerken läuft oder so. Also ich weiß natürlich, ich höre immer wieder von YouTubern, dass sie sagen, ja, mein Netzwerk, ich bin ja in dem Netzwerk drin, das erlaubt mir das. Netzwerke bringt's ja eben mal kurz für die Zuschauer. Dass du zum Beispiel sagen kannst, da kriegst, die können dir haben Lizenzen, können die dir Lizenzen besorgen von Musik. Zum Beispiel Gronkh ist ja in, was ist das hier, Dings da? In, was habe ich denn nachvergessen, bin ich dumm? Max, sag mal Namen. Ja, Penis. Nein, wie heißt das hier? Da wo er auch mal gearbeitet hat oder noch arbeitet. Playmassive, ist ja, da ist er im Netzwerk drin. Dadurch kann er auch so viel Spielmusik verwenden in seinen Let's Plays, so von ganz vielen verschiedenen Spielen, weil er da irgendwie Recht für hat. Oder Spielsmick ist am Netzwerk drin, die werden alle, ich weiß jetzt deren Gehalt, die bekommen, also haben die mal bei Galileo, nicht bei Galileo, weil irgendwo im Fernsehen hatten die ein Interview mit Bram und Jay und die sind im Netzwerk drin und bekommen 2000 Euro monatlich, Standard, ja, also das bekommen die. Also alle sechs zusammen? Alle, nee, jeder. Jeder? Jeder bekommt das Netzwerk, glaube ich, ich weiß es nicht, ob ich jetzt so richtig liege, kann auch sein, dass ich mich nicht mehr falsch erinnere, aber auf jeden Fall, dass ich glaube, dass das Netzwerk jedem 2000 Euro zahlt und also das Netzwerk nimmt das Geld für halt ein und dann hat jeder sozusagen das gleiche Gehalt, ja, und die bekommen aber dann natürlich auch so Lizenzen vom Netzwerk und ja, sowas alles. Lol. Das ist natürlich krass. Ja. Wenn zwar natürlich nicht reich, aber wenn du überlegst 2000 Euro monatlich, was man dort alles machen kann. Ich sag jetzt mal, wenn man jetzt eine mittlere Wohnung hat, wie kostet die 900 Euro monatlich ungefähr? Dann musst du ungefähr noch, ich sag jetzt mal, wenn du, kommt drauf an, wie du einkaufst, ne? Also fürs Studium und so, wie die das machen, bekommen ist mittlerweile mehr, kann sein. Weil ich weiß natürlich, wie viele bekommen. Kurz. Also es ist fürs Studium und sowas alles, ist auf jeden Fall ein ordentliches Einkommen. Ja. Ich weiß ja, dass Jay arbeitet schon. Hardy hat, glaube ich, sein Studium schon beendet. Ich weiß nicht, ob der jetzt arbeitet. Aber theoretisch könnten die von YouTube leben. Aber ich glaube... Gronkh lebt von YouTube. Nee, ich glaube, der arbeitet noch nebenbei. Er lebt ja also, nicht von YouTube? Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, der ist auch noch angestellt bei Planet. Ich kann auch komplett falsch informiert sein. Es, aber ich meine, der ist dann noch. Doch eigentlich auch vollkommen egal. Ja, ich weiß zum Beispiel, bei Titi und so haben natürlich keine Arbeit. Die sind einfach wild da reingegangen. Aber funktioniert anscheinend, ne? Oder ja, oder eben nicht. Ja, die können davon leben. Und haben relativ, jeder hat eine eigene Wohnung, relativ geile Wohnung. Ach, ja. So cool, er schreibt hier gerade nach seinen Informationen verdient Gronkh 4000 pro Monat. Ist natürlich nicht schlecht, du 4000 im Monat, das ist also, theoretisch, du musst überlegen, viel spielen, aber man denkt jetzt so, ja, spielen, das ist doch voll einfach und wir nehmen schon wieder 18,50 auf. Ist, ja, ich sag doch kurz den Satz zu Ende. Man denkt jetzt, ja, spielen und dann die Sachen hochladen, ist aber du musst überlegen, du musst an Zeit, musst du Viertelstunde, ich sag jetzt mal, durchschnittlich spielen. Dann muss die ungefähr bei mir jetzt ungefähr noch so 20 bis halbe Stunde rendern. Ja, bei mir ungefähr 10 Minuten. Ja, nee, das muss länger als die Folge eigentlich sein, muss das rendern. Normalerweise. Ja, dann eben 20 Minuten, aber bei ja, mir dauert genau. Das nicht länger. Das dauert nicht so lange, aber dann das Hochladen, wie ich habe jetzt nicht so die Mega-Internet-Verbindung. Wie ich auch nicht. Das dauert dann auch nochmal so gute 2 bis 2,5 Stunden, so eine scheiß 15 Minuten Verfolgung. Bei mir dauert es 45 Minuten. Was? Verarschen? Nein, nur Scheiß. Was? Gut, ihr habt jetzt aber auch euren Knotenpunkt in einem von eurem Netzwerk in einem komplett anderen Ortsteil.
Ich weiß ja, nicht, wo unserer liegt. Ja, ja. Und zwar, das ist, wir haben ja jetzt hier neulich Glasfaser verlegt worden. Und das ist jetzt sozusagen im neuen Gebiet von dem Dorf, wo wir leben, ist jetzt der Verteilerkasten. Und dann geht das eben über Kupferkabel zu uns, also zu mir. Und dann muss man überlegen, das muss erstmal über Kupferkabel ganz dahin. Und das dauert natürlich lange. Wenn du direkt an der Hauptstraße wohnst, ja, wo direkt Glasfaserkabel sind, dann hast du natürlich auch eine große Verbindung. Also das ist natürlich dann schon wirklich ja, großer Unterschied. Ja, und dann musst du überlegen, wie lange das alles dauert. Okay. Und das, dann muss man die Folge noch benennen, Thumbnails machen. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, lustig, los, ich spreche einfach irgendwas rein, lade es irgendwie hoch, gib mir keine Mühe. Man sieht ja auch oft so Leute, wo das dann am Rand immer so schwarz ist. Man versteht kaum was bei den Aufnahmen. Ja. Ihr habt zwar jetzt auch nicht gerade die besten, Wir sind auch nicht die Besten, aber ja, wir geben uns schon Mühe. Ja, natürlich, von der Qualität sind wir auch noch nicht, aber keiner kann von Anfang 100% geben. Das ist komplett unmöglich. Hey, ja, ich für meinen Teil, wir geben doch beide eigentlich so viel, wie wir können. Ja, natürlich. Wir können jetzt nicht sofort sagen, ja, wir kaufen uns jetzt Hyper-Equip, können alles ausgeben. Und eben, ja, die Folge ist schon lange über. Darum beenden wir die jetzt und vielleicht, ja. Jo. Gut, tschüss.